Die Gartenbaumesse Tulln bietet nicht nur die größte Blumenschau, sondern AusstellerInnen die Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentieren. Ein Geflüchteter aus Afghanistan nutzt die Chance und nimmt an der Ausstellung teil, um sein neu gegründetes Unternehmen zu vermarkten. Ich befinde mich hier in Tulln, wo auch heuer wieder die große Gartenbaumesse über die Bühne geht. Ja, rund 450 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren hier auf sage und schreibe 85.000 Quadratmeter ihre Werke und Produkte. Natürlich ein großer Termin für Profi- und Hobbygärtner. Hier geht man ein bisschen gustieren, holt sich Inspiration vielleicht auch für den eigenen Garten. Ja, aber auch für Floristen und Floristinnen ist es ein großer Termin, denn es gibt natürlich auch wieder die alljährliche große Leistungsschau. Es ist die größte Blumenschau Europas mit sage und schreibe 200.000 Blumen, die es zu sehen gibt. Ja, noch ein Jubiläum wird heuer gefeiert, denn es heißt 70 Jahre Gartenbaumesse Tulln. Was die Leute darüber denken, ob sie ein bisschen einen Unterschied merken zu anderen Jahren, weil es doch ein Jubiläum ist, und ob sie schon was gekauft haben, darüber habe ich ein bisschen mit ihnen gesprochen. Es ist ja heuer 70-jähriges Jubiläum. Merken Sie da einen Unterschied zu den anderen Jahren oder ist da alles wie immer? Na, eigentlich nicht. Na, Unterschied merke ich keinen. Und haben Sie schon was gefunden oder sind Sie noch am Gustieren, wie man so schön sagt? Ja, wir haben schon was gefunden, ja. Also wir haben schon Blumen gekauft, ja. Und die kommen dann in den Garten jetzt noch vom Winter? In den Garten dann, ja, ja. Sind Sie das erste Mal auf der Messe oder Stammgast oder wie schaut das aus bei Ihnen? Ich bin ein paar Mal da. Und was gefällt Ihnen so gut? Warum kommen Sie immer wieder? Weil die Frau will runterfahren, weil es schöne Blumen gibt und es ist wirklich schön da. Zum Kaufen gibt es was. Ja, es ist mal anschauen, schauen, schnuppern, was Neues gibt. Zeit haben wir auch, sind in der Pension, damit schauen wir uns das an. Nicht? Ich bin jetzt hier auf der Gartenbaumesse in Tulln bei einem ganz besonderen Aussteller mit einer ganz besonderen Geschichte gelandet. Dr. Ali Bagheri ist 2016 aus Afghanistan geflüchtet und nach Wien gekommen, hat dann innerhalb kürzester Zeit internationales Management hier studiert und eine Firma in Ibs aufgebaut. Über seine besondere Geschichte und sein Business möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Dr. Bagheri, vielen Dank für das Gespräch. Sie sind 2016 aus Afghanistan nach Wien gekommen und haben dann innerhalb kürzester Zeit hier studiert und sind jetzt hier auf der Gartenbaumesse in Tulln. Was gibt es hier zu sehen? Was stellen Sie aus? Ich danke Ihnen von diesem Zeit. Ja, mein Name ist Dr. Bagheri und ich komme aus Afghanistan. Und ja, seit 2019 ich habe meine Firma hier in Niederösterreich in Ibs gegründet, Melk und Ibs gegründet. Und nach 3 Jahren Tätigkeit, jetzt wir sind hier in Messe Tulln. Sie hatten diese Firma ja schon in Afghanistan vorher, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Wie schwierig war das jetzt hier einen Stand zu kriegen und sich hier alles nochmal neu aufzubauen? Das ist ja nicht was, wo man sagt, das ist so einfach. Ja, natürlich, das ist nicht so einfach, weil in dieser Messe, wir haben mehr als 550 internationale Unternehmer. Und eine junge Unternehmen, das nicht von leicht zu teilzunehmen in dieser Messe. Die Messe hat eigene Voraussetzungen und Gott sei Dank, wir haben das geschafft und wir haben jetzt diesen Stand hier. Ja, wir stehen jetzt hier vor einer Fotowand, wo es einige von Ihren Werken zu sehen gibt und da sind ja ganz künstlerische, exotische Sachen dabei. Was ist denn das zum Beispiel? Das interessiert mich besonders. Ist eine Kinderrutsche, oder? Wo gibt es die zu sehen? Das ist unsere Spielplatz von den Kindern. Das ist eine Handarbeit. Und das ist hier, ich glaube, in Dubai ist. Und das Gleiche, das ist hier anderes, ist in Amstetten, in Steinekirchen. Und viel verschiedene, die sagen, ja, zwei Bilder in zwei verschiedenen Ländern. In Österreich, Amstetten, Steinekirchen und in Dubai. Das klingt ja alles sehr international. Was hat Sie denn genau eigentlich nach Ibs an der Donau gerade verschlagen oder war das Zufall? Nein, das war Zufall, weil am Anfang wir haben im Melk angefangen und dann die Ibs, wieso Ibs? Weil Ibs ist unser eigener Platz, unser Eigentum und dort ist von uns ist es leichter. Wir sind tätig in dem Bereich, zum Beispiel jetzt, wir haben hier ein paar Beispiele von unserem Produkt. Sie sehen hier, wir produzieren hier als Gartenzäune in viel verschiedene und Bänke, Pavillonen, Spielplätze von den Kindern. Und offiziell, wir produzieren die Sache von Öffentlichkeit.
Und dieses Mal, wir haben Gott sei Dank hier in Messe Tulln hier einen Stand bekommen. Dr. Bagheri, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute mit Ihrem Business. Herzlichen Dank von Ihrem Zeit. Dankeschön.